So, es ist wie immer Sonntagsfahrzeit und in dem Sinne ein herzliches Willkommen zurück zu Mario Kart 8 und ein natürlich mit dabei, ich sag yes, please zu Neoplays. Hallöchen, meine lieben Gaming-Freunde. Und wir haben gerade ein kleines Thema, das ja nicht ins Geschmack ist, aber ja, bitte erzähl weiter. Ja, und zwar wegen Bens Community erzähle ich es jetzt nochmal. Es geht, vor ein paar Jahren wurde angeblich die Hölle auf angebohrt. Okay. Wie man darauf kam, das war ganz einfach. Und zwar, man kennt vielleicht von, ich treffe mich natürlich selbst mit meiner Green Shell. Man kennt vielleicht so eine Bohrung für Erz, das ist ja ganz klar, das ist ja heute weltbekannt. In Russland, das schlafende Land Sibirien, haben es Bohrungen aus irgendeinem Grund geschafft, einen Hohlraum aufzubohren, wo es plötzlich von 100 auf 1000 Grad aufstieg die Hitze und dass man menschliche Schreie wahrgenommen hat, also dieses Sprengpump. Nun geht natürlich das Gerücht um, dass da die Bohrer die Hölle angebohrt haben. Es wurde auch per Radiosender weitergegeben. Und ich finde, es könnte sein, aber dann auch sofort wieder nein, weil die Hölle gibt's ja nicht. Und warum sollte es die auch geben? Also ich sag's mal so, erstes Mal, ich bin ja katholisch, christlich, erzogen, nicht fromm, aber ich bin es. Und ich weiß, dass der Papst damals die Hölle als offiziell nicht existent erklärt hat. Ich persönlich, ich sage mir, ich lebe nicht so, dass ich sage, wenn ich das mache, wenn ich was Böses mache, komme ich in die Hölle. Meine persönliche Meinung ist, und das ist allein meine Meinung, die muss niemand annehmen, dass die Hölle, die macht man sich selbst. Also ich glaube da eher an das Karma. Wenn ich jetzt ein falscher Hund bin und alle belüge, und dann kommt das aus und mich... ja, und es hassen mich alle und ich habe kein schönes Leben mehr, dann ist das die Hölle für mich. Aber wenn ich jetzt denke, no, wenn ich jetzt das und das mache, ich habe ja zu Lebzeit, ist mir das scheißegal, aber ich komme dann vor in die Hölle mit dem Teufel, mit dem Dreisach, daran glaube ich nicht. Aber ich, also früher hat man ja auch gesagt, tu was Gutes, erfahre Gutes. Ich will jetzt nicht hier auf Sprüche klopfen machen, aber meine persönliche Meinung ist, ich lebe so, dass ich sagen kann, ich mache meistens nur Gutes, dann erwarte ich auch Gutes. Gut, das Leben ist kein einarmiger Bandit. Man kann nicht sagen, so, ich spende jetzt 1000 Euro an was und von jetzt an geht es mir wieder eine Woche gut. Das ist natürlich Quatsch, also das wäre Zufall. Aber ich sage nur, die Hölle bzw. der Himmel, den macht man sich selbst. Behandle die Menschen gut, dann behandeln sie dich auch gut, dann hast du einen Himmel. Manchmal geht's halt trotzdem schlecht, dann versuchst du auf die Beine zu kommen. Und ja, also das ist meine persönliche Meinung. Könnt mich hassen dafür, könnt mich mögen dafür. Ich zing's niemandem auf. Es ist einfach nur meine Ansicht. Ja. Aber was, worüber wir jetzt auch nochmal reden könnten, ich habe heute wieder ein paar Creepypastas geguckt und dabei war auch die Creepypasta Exorzismus an, lass mich lügen, Emily, sonst noch was. Jo. Dazu gab es auch wieder eine Fickt euch! Live-Tonaufnahmen, wo man das so ein bisschen rausgehört hat. Die wurde halt total verrückt, wie vom Teufel besessen, wie man so schön sagt. Und auch Exorzismus ist wirklich wahr. Ohne Scheiß, es gab viele also Leute, die Exorzismus. Also Exorzismus, du musst sagen, dass es Exorzismus gab. Das ist wahr. Stimmt. Aber Exorzismus, dass der funktioniert, das ist Quatsch. Also, Exorzismus ist wie damals die Inquisition, die Hexenverbrennung. Das gab es leider alles wirklich, aber Nutzen, das was gebracht hat, das war null. Das war absolut null. Das habe ich gelesen, das haben Forscher bewiesen, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, gehirnmäßig, neurotechnisch, das ist Schrott. Und auch heute ist, ich glaube, der Exorzismus ist, glaube ich, sogar verboten worden. Noch nicht so lange, aber Exorzismus ist verboten. Der sollte auch heute verboten bleiben. Ja, klar, weil, ja, also,
Also gut, ich muss jetzt hier niemanden überzeugen, aber nehmen wir doch mal die Fackel. Oh, Ben! Was ist ich wünsche ihm dein Green Gel. Willst du den? Kannst haben. Also ich habe sogar getroffen. Also überrascht mich selbst am meisten. Geh mal weg da. Ja. Tut mir leid. Tut ich glaube, ich verguck mich hier gerade. Tut mir leid. Du warst jetzt nicht zufällig der Sonic, oder? Wieso heißt ja auch Player? Wenn du Neoplays geheißen hättest. Ja gut, wo fällt gerade ihn ab. Nimm's mir nicht übel. Nee, wer ist da hinter mir mit dem blöden Stern? Geh weg! Ich hey. Dich nicht! Nein, was ich sagen will ist... Was wollte ich sagen? Willst du den hier bauen? Nein, will ich nicht. Geh weg! Geh zu Dr. Pepper! Geh zu Dr. Nein. Pepper! Alter, ich krieg hier einen Stern nach dem anderen! Wow, 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 wow. Nein! Geh, Mann! Ah, shit! Mann, fast hätte ich den. Nur weil er den Stern hatte, habe ich ihn nicht überholen können. Ich bin runtergefallen. Jo, man sieht's. No, please. Yes, please. Nein, was ich sagen will ist. Schau mal das mal so an. Also, es heißt, ja, wenn die im Teufel besessen sind, ja, die bewegen sich unnatürlich und die labern. Und die können ihren Zeugs. Kopf um 360 Grad drehen. Gut, das passiert ja nur im Film. Aber ja. Nur um das mal zu sagen, also wirklich, wissenschaftlich gesehen ist vom Teufel besessen nichts anderes als, wie sagt man das schon wieder, epileptischer Anfall. Und ja, jetzt sagen manche, ja, aber sie hätten damals sogar mit Tonaufnahme gemerkt, dass jemand, der gar kein Latein spricht, ne, die Bibel ist ja Latein, dass jemand, der nicht mal Latein spricht, ja, hat da auf Lateinisch herumgeflucht und den Teufel beschworen. Und dann haben sie wirklich das nochmal angehört nach heutigem Standard, also mit heutiger Auffassung. Und weißt du, was sie gesagt haben? Ja, in das, was da gebrabbelt wurde, ins Tonband, daraus kannst du alles ziehen. Also, das könntest du sogar, wenn du es richtig abmischst, könntest du sogar Spanisch drin hören oder Englisch, ne? Man hört einfach, die haben einfach darin gehört, was sie hören wollten. Das ist ja immer so, man hört immer nur das, was man hören will, negativ oder positiv. Und ja, es war wie bei allem Schlechten. Man hat einfach einen Grund gesucht, jemandem Schaden zuzufügen. Dann hieß es einfach, ja, das ist vom Teufel besetzen, bla bla bla. Und dann wurde sie erstmal... Ja, also man kann es ja wirklich so sagen, gefoltert wurden die Leute ja. Also ja. Von daher, die ganze Sache, die ist Mumpitz. Gut, Entschuldigung, also ich jetzt hier ausfällig wurde, bitte nicht weiter. Nee, ich wollte nur... Also, ich will hier nichts in Schutz nehmen, außer vielleicht die normale Auffassungsgabe einer existierenden Krankheit. Und damit meine ich Epilepsie und was... Also ich will mich jetzt nicht gegen die Kirche auflehnen, ich meine das nicht so. Aber was bei Inquisition, bei der Hexenverfolgung und eben bei Exorzismus, was da wirklich im Namen des Herrn, also unseres Herrn, was sich da manche rausgenommen haben, um anderen zu schaden, ne, das ist ja schon... Gut, ich sage nicht, dass alle, die irgendwie ihre Tochter einen Exorzismus unterzogen haben, dass die alle dem Kind was Böses wollen, das meine ich überhaupt nicht. Die wussten es einfach nicht anders. Heute, wenn so jemand macht, dann kommt der Doktor, schließt da ein paar elektrische Geräte und sagt, ja, die hat Epilepsie, man sieht es genau an den Hirnströmungen und welche Hirnteile aktiv sind, das sind die und die und die und... Man kann das behandeln, ne, aber früher, wenn das war, nö, also da kam der Pfaff vom Dorf, hat das Kreuz hingehängt und mit Weihwasser rumgewedelt und Urbi et Orbi funktioniert nicht, im schlimmsten Fall Pflock durchs Herz, dann ist das Problem gelöst, dann lebt die Person nämlich nicht mehr. Also man muss schon sagen, ich weiß jetzt nicht in Bezug auf dich, Leo Blaise, also das Thema ist ja vorbei und ich will auch nichts auf den alten Part, ich sage nur, nochmal um das Thema aufzugreifen, ganz, ganz mini kurz. Also es wurden schon in der ganzen Geschichte der Menschheit wurden schon
von jeder Religion in jedem Sinne Scheiße abgezogen. Also das gab's schon immer in allen Richtungen. Egal welchen Gott du hast, egal an was du glaubst. Ich wollte es nicht deswegen jetzt sagen, aber nur um das noch kurz anzukreiden. Aber das Thema ist ja vorbei. Und das war jetzt auch nicht irgendwie böse gemeint. Ich habe das jetzt nur sagen wollen. Jo, Ben, ich würde sagen, eine Runde machen wir jetzt noch und dann war es das mit der Aufnahme, das oder? Das tut mir leid, dass ich hier den Part allein, also dass ich hier eigentlich deinen Part voll labere. Das ist kein Problem. Ich dachte, du nimmst auch auf. Na klar, ich auch, aber das ist ja auch dein Part. Boah, ich hab einfach schon wieder gerade keinen Bock mehr, weil ich andauernd von Items so gespammt wurde. Also mir geht gut. Ja, du wurdest auch nicht von Items so gespammt. Ich hab nur ein Screenshot bei Varios Goldbiene. Nee, also wirklich, ich muss euch dazu noch was sagen, was ich sagen wollte. Irgendwie vor 10 Jahren, ja, war ja so das Jedi-Thema im Fernsehen so hochaktuell. Und es ging, glaube ich, nicht um den Messner, sondern, ja, sie haben da, ich weiß nicht, bis heute nicht, ob das nur gespielt war oder eine echte Dokumentation. Jedenfalls hat dann Bergstall gesagt, ja, er war im Himalaya unterwegs und dann hat er plötzlich... Ja, er wusste, da wo er gerade war, dass das sozusagen Yeti-Gebiet war und er wusste, in diesem Gebiet gibt es, aber es war ja schon hoch, gibt es auch keine Tiere mehr, in dem Sinne, Elche oder so oder was weiß ich. Und dann hat er eine Tonbandaufnahme abgelassen, so ins Fernsehen, und da hörte man wirklich was in der Ferne im Wald zu grölen, so wirklich unheimlich, so, also ich kann es nicht gut nachmachen, aber, und er hat gesagt, in dieser Gegend gäbe es keine Tiere mehr, die das so machen können, aber gut, das war jetzt nur, gut, wenn du das natürlich um 11 Uhr nachts hörst, dann ziehst du die Decke schon ein bisschen weiter nach oben, aber, ja, ich will auch so, aber wenn du am helllichen Tag natürlich das hörst, denkst du, ja gut, dann hat wohl einer, ja, der hat wohl eine Vorgeschichte im Wald und der hat mit dem Megafon ein bisschen herumgetrötet, ne? Das ist ja kein Problem. Aber solche Geschichten um 11 Uhr nachts zu hören, dann rennst du schon mal etwas schneller zurück ins Zimmer. Also so wie du bei Jeff the Killer. Ja, also gut, ich habe ihn natürlich nie nicht gesehen, aber wenn du so, wenn alle Türen zu sind von allen Zimmern und du bist am nächsten zur leeren Wohnstube und das ist dunkel und wenn du dann das Licht löscht im Badezimmer und gehst zurück so gefühlte 5 Meter zurück ins Zimmer und plötzlich hörst du was knistern, dann beschleunigst du. Es ist doch so. Tag aus! Das ist doch so witzig, oder? Steh mal am helllichten Tag mitten ins Wohnzimmer. Nee? Mach dir nichts aus. Aber steh mal nachts um 2 finster mitten ins Wohnzimmer. Ich glaube, ich bin's ganz ehrlich, ich bin ja nicht abergläubisch und so oder so, aber ich glaube, ich würde keine 5 Minuten aushalten. Ich würde sofort wieder zurückrennen. Also wirklich, gut. Wie gesagt, ich bin nicht abergläubisch, aber das war so die Mutprobe. Oh Mann, das Turnier läuft gerade überhaupt nicht, ey. So Leute, ich sag Leute, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren und seht auch bei Neoplays vorbei. Und wir sehen uns ganz sicher im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Und ciao.